In dem Sinne, herzlich willkommen zu Red Dead Redemption 2. Trimax, einfach geil. Ich muss sagen, ich feiere weniger Trimax als Person, weil ich kann ihn nicht so wirklich einschätzen, aber seine Memes sind einfach nur, also seine Memes sind einfach nur wild. Was hat er sich geholt? Wie, was hat er sich geholt? Wir haben gerade einfach so, wir haben gerade so 15 Minuten, gerade haben wir Raid Shadow Legends gezockt. Ist das Tageslicht? Das kann ich ja überhaupt nicht gebrauchen. Die Memes sind witzig, ja, ist echt so. Eine Cola! Oh, wie sehen wir wieder aus? I couldn't have done it without you. You did it all yourself. Ich habe Real Life Durst, was mache ich jetzt? I'm still standing. Which is an improvement on the last time you saw me. I wish that there was something else that I could do. Ma'am, you have done more than enough. Please call me Charlotte. Max, hab kein Audio. Ach so, okay. Dann schreibt sie mal bitte. Arthur Morgan. Well, you take care of yourself, Arthur. Please go on in and help yourself to anything you need. What's mine is yours. Oh, well, that's very kind. Ach du Scheiße! Oh je, Junge, was haben wir? Also das ist kein TBC, Junge. Wir haben definitiv noch irgendwas anderes. Aber ich glaube, ich weiß, wie wir das kurz fixen können. Ich glaube, es hat das letzte Mal funktioniert, indem ich einfach die Schattenqualität geändert habe und dann laden die Schatten neu. Und jetzt müsste es weg sein. Ich bin so ein IT-Gott, Junge. Ich bin so ein IT-Crack. So, okay. Oh, hell nah. Raid Shadow Legends Angebot im Game für Juwelen und so. So, okay. Dann haben wir, glaube ich, wir hatten zwei Sachen, oder? Wo ist eigentlich unser Lager? Hamish Sinclair, wer ist er denn? Der will mit uns engeln, Junge. Wo ist eigentlich unser Camp? Da. Okay, im Camp gibt's nichts. Das heißt, wir machen erstmal die Missable-Mission, die wir verpassen können. Und danach gehen wir zu Sadie Adler. Hast wieder hart gesoffen. Also wenn du so aussiehst, nachdem du gesoffen hast, dann... Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Dann hast du irgendwas Falsches getrunken auf jeden Fall. Das war der Typ, dem du sein Pferd mit dem Bein... Ah, okay. I see. Seit wann ist die Cam oben? Seit Raid Shadow Legends, weil ich euch das... Da stand der Preis und ich wollte nicht... Ups. Da stand der Preis und ich wollte nicht die 36 Euro überdecken. Damit ihr natürlich seht, was es für ein starkes Angebot ist. Nicht, dass ihr denkt, ich lüge und es kostet in Wirklichkeit 70 Euro, sondern dass ihr wirklich seht, es ist tatsächlich so günstig. Übernachtungsparty mit den Jungs. Romy hat tatsächlich auf Arbeit ein Kunde... eine Flasche selbstgebrannten mitgebracht. Das ist einfach eine Glühweinflasche, aber eine durchsichtige. Und
Da ist tatsächlich einfach eine klare Flüssigkeit drin und dann schenkt er mir das und ich sag so, ja, das ist aber kein Glühwein. Nö, nö, das ist mein selbstgebranntes Kirschwasser. Ich so, okay, alles klar. Wird immer noch auf Arbeit, ich trinke ja keinen Alkohol. Aber der wird auch, also ich habe mal dran gerochen. Der wird auch gut ballern, glaube ich, so wie der riecht. Also da wirst du vom Riechen schon high. Übernachtungsparty mit Jäger. Das kannst du auch als Diesel verwenden. Also ich glaube, es gibt sicher Motoren, wo du das einfach in den Tank kippen könntest und die würden laufen. 100 Pro. 100 Pro. So, da wären wir. Oh, jetzt ist er nicht da, weil hier Wölfe sind. Aber sein Pferd ist da. Aber der Wolf ist weggerannt. Der Wolf ist weg, okay. Und jetzt frag ich mich ja. Kommt der wieder? Muss ich speichern und neu laden? Muss ich ein Lager aufschlagen? Muss ich nur wegreiten und wieder herkommen? Was muss ich machen, damit der Typ jetzt wieder spawnt? Kannst du mir den schicken, den selbstgebrannten? Toll, jetzt ist die Mission weg. Also, erstmal, wenn ich dir den schicke, dann will ich kein Geld dafür. Die Mission gibt's nicht mehr. Aber ich würde mich ein bisschen schwer damit tun, eine Flasche selbstgebrannten Schnaps an U18-Jährige zu schicken. Doch, Max, genau das heißt es. Hä, die Mission ist weg. Ah, nee, ist wieder da. Okay. Wenn du 18 bist, schicke ich dir den. Machen wir's so. Weil ich bin zu hübsch für den Knast. Ich bin zu hübsch fürs Gefängnis. Ich kann mir das nicht leisten, ins Gefängnis zu kommen. Weil ich Schnaps an Minderjährige per Post verschicke. Ich bin da schmerzfrei. Ich trinke keinen Alkohol. Ich bin da komplett schmerzfrei. Wenn du da Bock drauf hast, ich schick dir den gerne. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich heb den einfach auf, wenn du 18 bist. Der wird nur besser, wenn er älter wird. Zu deinem Geburtstag ist der bei mir. Das wäre tatsächlich eine coole Idee. Arthur, well, come in. You said we might go out fishing. Don't take much persuading to get me to go fishing. Let's go to my boat. Good. Here she is. You mind rowing? Sure. What are we fishing for? Only one thing worth catching in this lake. The great tyrant. Oh. Mean as hell northern pike. Eats everything else that spawns around. Hey, Fidat, ich hab gehört, ihr braucht noch einen Schurken im Raid. Wow. Bait then, a jack or something? Hell no. He's a clever old bastard. I made these. Am 4.2., Junge, bist du dicht?
Er sagt einfach, ich werde bald 18. Und dann sagt er am 4.2. Junge, alles Gute nachträglich. Du hattest erst Geburtstag. Das wird mit dir doch eh nix. Hey, 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 was soll das jetzt heißen? Come on, let's push off. I'll show you where we're rowing to. Take us over there to the right. We'll set up 10 yards or so offshore. He don't keep far away from me, the tyrant. Wants me to know whose lake it is. We'll show him who's boss. The optimism of youth. You got that lure I gave you? Get her out. Right here. Mein Name ist doch mein Geburtsdatum schon vergessen. Okay. 42.20.2007. Years working on that. Bis gleich, der Fuchs Tofu Chu. Combination of feathers, twine and glimmer, making them, losing them, getting them right. I tried coins, shell casings, even a medal. Finally found something he seems to like. But now I hear you can buy him in a shop. Well, wouldn't be quite so satisfying. Bis du Max Level bist, gibt es wieder 3 neue Add-ons. Kann passieren. Ja, ich weiß, Pascal, Junge. Es war ein Spaß. Habe ich schon verstanden, dass es nicht der 42.20. ist. Whoa, what's this? Well, you got something? I got something, all right. hey, Em. Hey, you need Come on now, Tyrant, I got you. I got you. Come on. Went all slack. Went all slack. Come back. Oh, it's a drop back. What? Aim it. Alter, wie schnell war der da hinten? Stay there. I'm rolling out to you. Row quick. Bastard just bumped me. Over here. Manche haben auch am 30.2. Geburtstag. You lost anything? Just my rod. Would've gotten my toes too. They weren't wooden. You want another go at him? I still got my lure. Nah. He's your fish now. Cast away. We'll come at him from the other way. Row over there. When you bumped me, I had to check twice. Thought I'd find a chunk of me missing. Ich snacke jetzt paar Lakritzstangen, bah. Okay, right here. Our hopes are catching this bastard lie with you. Aber ohne Spaß, diese Nordländer fahren so ab auf Lakritz. Ich weiß nicht warum. Auch wo ich in Schweden war, und da war ich mal im Supermarkt, was mich natürlich interessiert. Alles Lakritzstangen, Salzlakritz, das. Unnormal, wie viel Lakritz es da einfach gab. Ekelhaft. La Notte 90, was geht? Just a bit faster now. Hey, hey! I think I hooked him. Real. Let's land the bastard. Reel it in. Don't let him pull you. Die Schnur reißt gleich.
steel while he's thrashing like that. Yes. Es ist so ein. Bring it in now. Ist das so ein Legendary Fish? Weil der geht übelst ab. Strong, ain't he? Erstmal ein schönes, kaltes Ready. Ich hab mir gerade ein Monster gegönnt. Monster mit orangenem TikTok-Geschmack. TikTok. TikTok. Ich glaube, langsam kommt er näher. Aber es dauert. Aber das ist doch 100 pro so ein legendärer Fisch. Kann mir doch keiner erzählen, dass es irgendein normales Viech ist hier. Red Bull ist immer gut, finde die Summer Edition richtig gut. Die ist wirklich geil, aber ich muss sagen, von Red Bull gibt es auch eigentlich keine Sorte, die ich ekelhaft finde. Also, außer das Pinke jetzt, okay, das finde ich wirklich echt nicht lecker, aber ich finde es halt auch nicht ekelhaft, das ist einfach nur nicht geil. Aber alle anderen finde ich wirklich, das schmeckt jede Sorte. Du bist ein legendärer Fisch. Nee, du. Ich spiel Uno Reverse Card. No you. Uri Geller. Nein! Lost him. Let's try again. This might be the one casting. Ich hab kurz nicht hingeguckt. Ich hab kurz nicht hingeguckt, als er gekämpft hat und ich hab weiter die Schnur eingeholt und dann ist sie gefatzt. Aber jetzt ist er... Okay, das war actually... Das war einfach ein Geniestreich. Er ist tausendmal näher jetzt. Weil ich die Schnur nicht so weit... Hä? Wie easy game! Das war übel schlau! Okay, aber jetzt schwimmt er wieder weg von mir. Das ist jetzt nicht so geil. He's gone. What? Tyrant's a clever one. Let's try again. Okay, das habe ich nicht verstanden, warum die Schnur jetzt gerissen ist. Es sieht so schön aus, aber schmeckt nicht. Ja, ist echt so.
Aber Junge, wie lange es einfach dauert, Alter. Vor allem gefühlt, immer wenn du ihn so ein bisschen rangezogen hast, schwimmt er einfach wieder ein Stückchen weg. Wobei, jetzt vielleicht. Ich glaube aber auch, vielleicht ist der Winkel jetzt ein bisschen zu spitz. Vielleicht ist deswegen vorhin die Schnur gerissen. Ich drücke Leertaste und R beim Einholen, ja. Aber ich glaube, R bringt nichts. Also es macht keinen Unterschied, ob ich R drücke. Gefühlt. Ich merke zumindest keinen Unterschied. Okay, ich glaube, jetzt haben wir ihn. Jetzt kommt er ein bisschen näher. WB-Tofu. Kommt der näher? I don't know. Ab 2.5. gibt's Special Glass bei McDonald's. Boah, ich muss sagen, seit Sonntag habe ich eigentlich genug von McDonald's erstmal. Also Sonntag habe ich bei McDonald's so viel gegessen, mir war so schlecht danach. Doch, jetzt kommt er näher. Jetzt kommt er wirklich näher. Das sieht gut aus, das gefällt mir. Ja. Hat er wieder ein bisschen Schnur nachgeholt? Aber ist nicht schlimm. Jetzt ist er wieder ein bisschen weg. Ist es normal, dass es so lange dauert, oder mache ich irgendwas falsch? Vor allem, wenn ich Leertaste drücke, holt er die Schnur ein und dann drücke ich R und gefühlt ist einfach keine Veränderung. Was hast du so ab 20 Uhr gemacht? Einen Fisch geangelt. Mehr nicht. Und Raid Shadow Legends gespielt. Okay, jetzt haben wir ihn wirklich gleich. Jetzt haben wir, wenn jetzt die Schnur reißt, dann werde ich einfach ins Wasser springen, untertauchen und warten, bis Arthur nicht mehr zappelt. Ja, wir haben ihn gleich. Komm.
Boah, ich bin gespannt, wie der aussieht, Junge. Der ist bestimmt huge. Huge Jackman. So. Nice, nice, nice. Gleich so ein kleiner Nemo. Ja! Easy. Wie er ihn verprügelt, Alter. Jo. Yo! Jawohl! Ja, wie er den Fisch boxt, Alter. Kareem! Was geht? Dead Island durch, so ist es. Kareem, ich stelle dir jetzt eine Frage. Du hast drei Chancen. Wir haben Dead Island so vor einer knappen Stunde ungefähr waren wir durch. Und Red Dead Redemption haben wir vor 10, 15 Minuten angefangen. Was haben wir in der Zwischenzeit gemacht? Du hast drei Versuche. Rate. Adrian, das ist fast schon ein Spoiler. Und die Mods reagieren. Max, ich sag's nochmal, wenn ihr Spoiler löscht, das bringt mir nichts, weil ich sehe die trotzdem. Ich sehe die Nachricht trotzdem, die ihr löscht. Das hat keinen Sinn, dass ihr... Alles gut, Adrian. Du hast ja nicht die Story gespoilert. Du hast ja nicht die Story gespoilert, sondern nur den Ablauf vom Game. Aber sowas trotzdem. Ich möchte sowas nicht wissen. Ich will überrascht werden. Wenn es einen Epilog gibt, überleg mal. Vielleicht denke ich, das Game ist vorbei und dann kommt der Epilog und ich denke mir, geil, es gibt noch einen Epilog. Und das kann ich jetzt nicht mehr machen. So, deswegen... Ist nicht schlimm, wie gesagt, alles gut, nur, ja. Okay, mit Max kann man einfach nicht reden, Junge. Max hört mich nicht. Kareem, die Frage war, was du glaubst, was wir in der Stunde gemacht haben, nach Dead Island 2 und bevor wir Red Dead Redemption angefangen haben. Da war so ungefähr eine halbe, gute halbe Stunde dazwischen. Rat mal, was wir da gemacht haben. Du hast drei Versuche, rate. Danke, Nina. Thanks for taking me out. I appreciate the company. That's one hell of a fish. Es hat nichts mit dir zu tun. So long. Hey, you ever want to go out hunting? You stop by again. Ja, das kann sein, Pascal. Wahrscheinlich habe ich es wieder vergessen in 5 Minuten. Was? Okay, gut. Du sollst raten, Junge. So, ab zu meiner Waifu, ab zu Sadie. Sekiro gespielt. Nein. Besser. Besser, um Welten besser. Wie viele Storystunden sind denn bei Red Dead Redemption 1? Boah, keine Ahnung. Adrian, du kannst auf meinen YouTube schauen und gucken, wie viele Folgen das Red Dead Redemption 1 Let's Play hat. Weil ich habe Red Dead Redemption 1 habe ich gestreamt und auch auf YouTube. Und da kannst du ungefähr gucken, wie viele Folgen das sind, dann kannst du ungefähr ausrechnen. Ich schätze mal so 50, 60 Stunden circa. Vielleicht aber auch nur 40, ich kann es dir nicht mehr, ich weiß es nicht mehr genau. Finger weg von ihr, auf gar keinen Fall.
Genau, noch zwei Versuche, Karim. Ey, Marco, Junge, du warst gar nicht da. Du kannst überhaupt nichts verraten, weil du nicht hier warst. Du weißt ja selber die Antwort auf die Frage nicht. Ach so, wegen den 80 Liegestützen. Das kam danach. Okay, vergiss es. Chef sieht alles. Genauso ist es. Das könnte alles sein. Ja, könnte es. Aber denk an unsere Channel-Memes. Es hat was damit zu tun. Denk an die Memes, die wir auf dem Channel haben. Was könnten wir machen, wenn wir so eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit haben? Woher willst du wissen, ob ich da war? Das, was Metnik sagt. Chef sieht alles. Ich glaube an dich. Jetzt muss ich an deine Glatze denken. Also wir haben dir nicht die Haare geschnitten, wenn du darauf hinaus willst. Die Antwortmöglichkeit nehme ich dir. Das war dein 50-50 Joker. So, was baller ich mir jetzt rein? Wir brauchen Deadeye und ein bisschen Ausdauer. Wir können uns mal das hier gönnen. Dann einmal was für Ausdauer. Jujutsu Kaisen? Was ist das für eine Antwort? Was, Jujutsu Kaisen? Gespielt? Angeguckt? Hä? Hä? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Vielleicht gibt es da ein Spiel... Nein, du denkst viel zu... Ach, Karim, Junge. Wegen Gojo? Ja, nee. Aber die Richtung ist nicht schlecht. So mit Gojo und so. Also nicht auf Gojo bezogen. Gojo ist komplett falsch, aber du denkst in den richtigen Bahnen. So, du denkst an die Channel-Memes. Die Richtung stimmt. Ganz grob. Was ist das letzte Game, das beste Game der letzten 10 Jahre, Karin? Just fine. I'm coming. Like I said, ain't happening. You got a boy. Karim, du schaffst das. Du schaffst das, Häschen. Karim, Bruder. Bruder, auf geht's. Marco, ich glaube, so weit kannst du nicht zurückspulen. Ich finde es so sexy, wie der Hut einfach, wie so ein Turm. Go, go, Karim Ranger. Just the two of us. I'm real grateful. Yeah, we know you are. We'll bring him back to you. Thank you. Thank you both. All right. Here goes nothing. The place is surrounded by my... Aber Hachi, mein Blutsbruder. Cover to move in close enough to find a spot to look for John. This time of day, prisoners will probably be working the fields. Then all we gotta do is take out all the guards and row our way out of there.
Sadie einfach hart am Manspreaden, Junge. Wie sie einfach da sitzt, Alter. Brille. Hey, wollt ihr mir vielleicht noch sagen, was für Unterwäsche ich anziehe, oder? We're good. Karim macht kurz einen Neustart. By the way, müssen wir irgendwann nochmal zum Waffenmacher und diese halbautomatische Flinte verbessern. Weil die haben wir bekommen, die ist mega geil, aber die haben wir nie customized. Beim Waffenhändler. Halstuch. Nee, Nina, sehe ich nicht ein. Wenn du jetzt duschen gehst, werde ich das eiskalt ausnutzen. Are you dealing with him or not? Poncho. Go on quick, before someone sees us. Entspann dich, Sadie. Bis gleich, Marco und Nina. Warte, ihr geht jetzt beide duschen, das ist auch ein bisschen sass, ne? No! Nimm doch die Leiter, Junge! Er springt einfach. Wait. Ist wieder hoch? Warum liegt da oben eigentlich eine goldene Waffe? Was ist das? Kann das was? Rolling Block Gewehr? You can use the scope. Ich will das Rifle nicht. Ich will mein eigenes Rifle. Can't see him in that group. Let's keep looking. Hey, I think I see him. There's a group. Great coins. Just to our right. Oh, yeah. I see two guards. Okay. Take them out and let's go get our boy. Okay. Und du bist nicht dabei. Wir haben einfach Raid Shadow Legends gespielt, Junge. Es war so schlecht. Es war so schlecht, Junge. Er springt wieder, ne? Warum? Nimm bitte die Leiter. Dankeschön. Also, ich muss wirklich sagen, Raid Shadow Legends. Allein diese halbe Stunde war so anstrengend, wie 30 Stunden Bloodborne. Das Game ist einfach so ein fucking Meme. Let's keep moving. Where is he? You see him? No. You. Mister. You know John Marsden? He ain't working today. Put the gun down, lady. No. You put the gun down. Oh, wie sexy unsere Pistole aussieht, ne? Where's John Marston? He ain't in the work detail today. Okay, well, I guess we'll go and get him together. Try anything, I'll blow your damn head off. You clear on that? Yes, very clear. Oh, no, you don't. Come on, partner.
size. I'm sorry, ma'am. Ain't no harm done. Hey, wir haben eine Geisel und wir laufen jetzt einfach hier durch, oder was? Als ob die das interessiert hätte damals, wenn wir ihn abknallen. Als ob sich 20 Leute ergeben, nur weil wir einen als Geisel haben. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. They're not gonna let you do this. Well, that's gonna be up to you, my friend. So, you a popular employee, my friend? Not especially. Well, I guess we're about to find out. Ja, ich weiß, Pascal, ist wirklich so. Someone in there actually gives a damn about this fool. Guess we'll see. We're gonna have to shoot our way out of here regardless. Don't shoot! Stay down! Yo! Okay, friend, be cool now. Just do as I say. Put the weapons down! Jameson! Is Jameson in? He's in South Denis. They got Milliken. Got him and gonna kill him. Unless you bring me John Marston. Right now. You got 1 minute. I'm counting. 1, 2, 3. Milliken, is it? Yes, sir. Will you count for me? I got talking to do. Yes, sir. Of course, sir. From 1 or 4, oh, sir? Oh, very funny. No, we must be at 11 by now. 11. 12. 13. Faster. 14, 15, 16, 17. Now, hurry up. 18, 18. Well, this poor fool's gonna get his brain shot out. And over what? For nothing. Milliken, don't stop counting. I can't hear you. Hurry up and bring that asshole out here, you bastards. Come on. Don't cry, buddy. I don't want to die. Yeah, I know. Hey, John, love you too. Now, no funny business. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass sie ihn wirklich rausrücken. Okay, today's your lucky day. Und jetzt haben wir ein Problem. Was wir reden? Leute verfolgen uns, aber der Hut ist wichtiger. Ciao, Tofu. Bis zum nächsten Mal.
Hey, warum? Alter, ich hab so beschissenes Aim, Junge. Warum schießt der aber auch immer von alleine? What? What? Wie war euer Tag so? Ich muss sagen, eigentlich echt cool. War natürlich wieder ein sehr langer Arbeitstag, aber war in Ordnung. Ich kann mein Deadeye nicht weiter auffüllen, weil wir einfach krank sind. Oh mein Gott. Wie war dein Tag, Karim? Hab Durchfall? Ich wünsche dir gute Besserung. John, leave the real work to them as can still handle it. Thanks. Keep off us. Junge, was will er denn mit der scheiß Flinte jetzt? Gerne, Peske. You know, I think I liked you better when you was all dressed up like a prized chicken. No doubt. Well, hurry up. They're gonna be on our tail soon enough if you boys keep wasting time. Oh, that's us told them. Hey, Arthur. Thank you. Don't mention it. Gab's jetzt schon eine Auflösung, was du vorher gemacht hast? Ja, gab's. We should get out of here quick before the law gets wind of this. Ja, Marco war doch duschen, Karim. Marco war doch duschen, der war doch nicht hier. She's fine. Jack is too. She managed Pokemon Go. When they got Hosea. Hosea. That still don't seem real somehow. All them years. Arthur. He was like family. Yeah, we lost young Lenny, too. No. What a goddamn mess. And did we... Aber ich muss ein was sagen. The money. Bei der ganzen Werbekampagne und die Raid Shadow Legends macht, dachte ich, das Game wäre irgendwie... Ich dachte, vielleicht ist es wirklich irgendwie ganz cool. Klar, Microtransactions und so, okay. Aber ich dachte, vielleicht ist das Game ja irgendwie doch gut oder so. Aber es ist ja nur Trash, Junge. Es ist ja nur Schmutz. Was sind Raid Coins? Also, WB, Neinsen. Vielleicht kennst du das, Marco. Vielleicht hast du auch das Meme schon mitbekommen hier auf dem Channel. Ich will nur den Dialog hier nicht verpassen, deswegen mache ich kurz Pause. Es gibt so ein Kack-Handy-Game, das nennt sich Raid Shadow Legends und da kriegst du überall Werbung für die Scheiße, auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram, überall kommt Werbung für fucking Raid Shadow Legends, so ein richtig schlechtes Handy-Game mit Microtransactions und du musst echt Geld ausgeben, um im Game weiterzukommen, aber es kommt überall diese fucking Werbung und die haben mir ja geschrieben, dass ich $6,800 bekomme, wenn ich 7 Stunden das Game stream. Und deswegen ist Raid Shadow Legends so ein Meme hier auf dem Channel. Dass wir einen Raid Shadow Legends Stream irgendwann machen. Und wir hatten vorhin einfach ein bisschen Zeit und ich dachte mir, weißt du was,
Wir gucken, das Game gibt's ja auch für den PC. Halt ein Handyport auf dem PC. Und ich dachte mir, komm, wir gucken es uns einfach kurz an. Und es gibt ja in jedem Kackspiel, so Handy-Games, gibt es ja immer so irgendwelche Coins. Aus Spaß habe ich sie einfach Raid-Coins genannt. Dann waren diese Raid-Coins einfach auch, die du dir für Echtgeld dann kaufen kannst, einfach auch irgendwann so ein Meme. Raid-Coins auf die Eins. Raid-Coins werden die Inflation stoppen. Was ist ein Raid-Coin? Maybe you should have just left me to hang. And, Junge, Pascal, entspann dich mal, Alter. Du holst schon dein 18. Bier jetzt. Didn't want us breaking you out. Said it wasn't the right time, so. Might not be the hero's welcome you're imagining. So much for no man left behind. I can't stop thinking about this. In the bank, when they grabbed me, he saw it. Investiert lieber in Raid-Coins als in Bitcoins. Ein Scheiß, Alter, ist wirklich so. Dutch ain't himself right now. Or maybe he just ain't who we thought he was. Predicte, dass Raidcoin den Bitcoin irgendwann überholen wird. Das ist die neue Kryptowährung. Guess not. Hol doch gleich die Kiste hoch. Auch eine gute Idee. Einfach die Kiste neben dich stellen. Vielleicht gibt Pascal sich jetzt einfach hart die Kante und lallt uns dann im Discord voll, damit du dich nicht mehr so schlecht fühlst, Karim. Damit es dir nicht mehr so peinlich ist. Gut, dass du auch, Partner. Ich meinte, ich habe dich noch nicht geschickt. Ich ging. But I said that. Yeah, I know what you said. I felt different. Is that so? Gibt's jetzt Stress hier oder was? Yes. And when Spring and John brings the law down on all of us, what then, Arthur? Well, I guess we'll have another fight on our hands. Loyalty, Arthur, it ain't. I had a goddamn plan. Er mit seinem scheiß Plan, Junge. John, you are my brother. You are my son. I was coming for you. They was talking of hanging me, Dutch. They was talking. They was talking. And now they may come and hang us all. Ach nee, Alter, wie... Oh, jetzt wird's ekelhaft. Jetzt macht Maika einen auf Dutchs Bruder, als wäre er die ganze Zeit der Loyale gewesen, der so auf seiner Seite ist. Und wir sind die Schlechten, die immer zu Dutch gehalten haben. Wir sind jetzt die Bösen, weil wir John befreit haben, obwohl Dutch nicht die Anweisung gegeben hat. Und Maika macht jetzt einen auf, hey Dutch, ich bin der... Oh, wie ekelhaft, Junge. Wie widerlich. Adrian, chill, alles gut. Wie gesagt, es war ja nur so ein vorsichtiges, bitte nicht spoilern. Es war ja nichts Schlimmes. Wenn du jetzt gesagt hättest, keine Ahnung, John Marston stirbt am Ende oder irgendwie sowas, dann wäre es kritisch geworden. Aber einfach der Spoiler, dass es einen Epilog gibt, ist jetzt nicht wirklich schlimm. Ich habe dann nur gesagt, hey, in Zukunft bitte nicht mehr. Ich will sowas nicht wissen. Aber wie gesagt, ist absolut nicht schlimm. Ein Story-Spoiler... warum sage ich die ganze Zeit Spoiler, Alter? Wie ein fucking Auto hier, Heckspoiler. Ein Story-Spoiler wäre schlimmer gewesen, aber es war einfach nur so die Info, bei sowas ein bisschen aufpassen. Von dem her alles gut. Spoiler. Heckspoiler. Seitenspoiler. Wir sagten doch, die Bande geht den Bach unter. Das habe ich gesagt.
Sagst du zu einem Heckspoiler, Spoiler? Heckspoiler, Heckspoiler. Ich glaube schon, ja. Also zu, am Auto sage ich Spoiler. Oder sage ich Spoiler? Arthur? Nee, Spoiler. Arthur. Oh, sorry. I was miles away. Thinking of, Die Jungs aus der Frittenranch nennen mich Chef. Dutch said to tell you, he and Mike have gone to Annisburg. Something about Mr. Cornwall. Ich hab dir zugestimmt, ja, ich weiß. Okay. Dein Ernst jetzt? Thanks, man. So langsam reicht's mir mit dir. Ey, das heißt halt so, Junge. Spann dich mal. Alter, yo, das ganze Gebiet ist rot. Wir können überhaupt nirgendwo mehr hin. Stark. Wir können auch kein Kopfgeld bezahlen. Wir sind einfach gesucht, lebendig oder tot. Stark. Sehr gut. So, Maika Bell. Maika macht das Würstchen. Ich habe gar keinen Bock auf eine Mission mit Maika. Aber sei's drum. We have to. Aber hey Marco, was sagst du? Sagst du Spoiler? Spoiler oder sagst du Spoiler? Zu dem Spoiler am Auto. Jeder sagt Spoiler. Heckspoiler. Kein Mensch sagt Heckspoiler, Junge. Das ist viel zu anstrengend. Die China-Diskussion, die hatten wir schon mal hier. China, China oder China? Was, ein Brief für dich ist angekommen. Lies ihn im Lager. Okay. Aber sag mal, Marco, Spoiler oder Spoiler? Frittentheke. Marco, Junge, beantworte meine Frage jetzt endlich. Das letzte Mal habe ich einfach Karim geprankt, dass ich Schlor sag. Und er hat es mir einfach geglaubt. Ich habe einfach gesagt, das heißt Schlor. Und er dachte, ich meine das wirklich ernst. Das war auch Legende. So, Brief untersuchen. Schlor. Ey, starker Brief. Alter Junge, geiler Brief. But I have nowhere else to turn and nobody else upon whom I can impose. I will of course pay you handsomely for your. Könnt ihr mitlesen bitte? My family have turned quite mad and are threatening to send me away to stop my work, which they say is disgracing them. As if their history of absolute moral depravity, utter debauchery and perpetual drunkenness did not disgrace them enough. I must escape. Yet I am kept prisoner here. Can you help? Most days I am to be found at the cabins on the plantation. The main house and all it stood for are thankfully no more. Yours faithfully, Penelope Braithwaite. Du sagst Wolfenstein, Spoiler, Jacuzzi. Oder Jacuzzi. Es heißt auch Yakuza. Das Saying, es heißt auch nicht Jacuzza. Okay, Arthur. Sakura. So, also. Wir schnappen uns Pascal mit seinem roten Schwanz. Let's go, boy. Und wir riden zu Maika Bell. Was ich beruflich mache, ich arbeite bei MB. Bei Mercedes-Benz. Danke, Filat. Here, piggy, piggy. Hey,
What? What? Was geht jetzt ab? Kommt das Camp mit zu Hilfe? Weil wir sind ja direkt am Camp. Es wäre ja seltsam, wenn die hiervon nichts mitbekommen im Camp. Okay, was geht jetzt ab? Cutscene? What? Warum kriege ich eine Cutscene? Warum bin ich wieder im Camp? Was geht denn ab? Was war das denn, Junge? Hä? Okay, das habe ich nicht verstanden, aber wir haben irgendwo eine neue Sidequest. Ah, Penelope und Bo. Cool. Das geht sogar, die habe ich schon wieder komplett vergessen. Das geht noch weiter. Wie geil ist das denn? Haskell mit seinem roten Schwanz. Hat er letztens auch gesagt. Es ist ja auch so. Was soll ich euch sagen? Das ist doch nicht gelogen. Was habt ihr denn? Lass meinen Schwanz. Haskell mit seinem was? Naja, mit seinem roten Schwanz. Was ist denn mit euch allen? Kevin! My friend. Kevin! A funny fella, Englishman. You know, Cockney, Londoner. Yeah, we came to America together, and now he's gone. Kevin! Morning. Please, tell me you've seen Gavin. I don't even know what he looks like. Big bloke. Cockney, Londoner. Hilarious. Oh, we've had such times, me and Gav. No, sorry. I've yet to meet any hilarious Londoners. Oh, he's the best. Gavin! Oh, I am so worried. Gav! 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 Where are you? Where are you? Alles klar? Ja. Es gibt kein Instagram-Command. Einfach Instagram-Jäger-TT und alle durchfolgen. Karim? Karim ist nicht da. Karim ist gerade gevanished. In a puff of smoke. Karems neues Lieblingskommando. Man hat schon mal irgendwer eigentlich bei Slots gewonnen. Ich habe noch nie gesehen, wie jemand bei Slots gewonnen hat. Ja. Karim, Junge, Alter. Ich muss sagen, mein Winstreak. Mein Dual Winstreak hat noch niemand antasten können. Wo ich alle auseinandergenommen habe, nacheinander im Duell. Nein!
What? What? Was war das denn schon wieder? Schieß doch! Alter, entspann dich, Junge. Wie laut. Okay. Nice, Pascal. Nimm nachher an. Kann mir einer erklären, was das VIP hier auf Twitch bedeutet? Also, sehr gerne. Neinsen, sehr gerne. Im Endeffekt hast du auf Twitch drei Ränge. Oder drei verschiedene Benutzer oder drei verschiedene Rollen. Das sind einmal so die Standard-Viewer oder die ganz normalen Zuschauer. Dann hast du einmal VIPs und du hast Mods. Und die haben in dieser Reihenfolge auch verschiedene Rechte. Sprich, als Standard-Zuschauer hast du eigentlich gar keine Rechte. So. So, das ist gerne, wisst ihr Bescheid, ihr Standard-Zuschauer. Aber du kannst es echt schwer erklären, ohne dass es irgendwie fies klingt oder so. Dann gibt's ab 500 Euro Donaten bist du bei mir VIP. Genau so sieht's nämlich aus. Nein, dann hast du im Endeffekt einen VIP-Status für Leute, die du persönlich kennst zum Beispiel. Oder für Leute, die halt wirklich seit Tag 1 dabei sind. Oder die wirklich immer da sind. Den kannst du VIP geben. VIP gibt dir ein paar Sonderrechte. Du hast keine Mod-Rechte, du bist kein Moderator, also du kannst niemanden timeouten, du kannst keine Umfragen und sowas machen. Aber du kannst zum Beispiel, ich kann ja den Chat umstellen auf nur Emotes, dass ihr nur Emotes schreiben könnt. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir mehr Leute wären und alle würden spoilern oder sowas oder Backseat-Gamen und sagen, geh mal dahin, kann ich einfach sagen, okay, das nervt mich, im Chat gibt es jetzt nur noch Emotes. VIPs können dann trotzdem noch ganz normal weiterschreiben. Zum Beispiel, ist eine Sache. Und da hast du, solche Sonderrechte haben halt VIPs. Und dann gibt es halt noch Moderatoren. Moderatoren können bannen, timeouten und den ganzen Bums. Und das ist im Endeffekt, das ist halt VIP. Gut, danke. Wenn wir schon über Umfragen sprechen, wann wird Jäger TT Smarties sortieren? Das ist auch sowas wie Raid Shadow Legends. Das ist auch so eine Sache, die werden wir einfach irgendwann machen, als Meme. Da sehe ich mich wirklich. Vergesse nicht.
Geil. Ich habe noch nicht mal wirklich realisiert, dass wir einfach Dead Island durch haben. Ich bin so happy. Ich weiß noch nicht, ob morgen Stream ist. Ich muss mal gucken, weil... Wenn, dann morgen Abend, weil ich muss morgen um 14 Uhr, muss ich Melanie vom Bahnhof abholen. Die kommt aus Paris zurück. Karim, vielen Dank für deinen Gaff-Zip, Junge. Alter, Gaff-Zip war zu hart, Alter. Gaff-Zip war wirklich viel zu hart. Das hat mich so gefickt. Oh mein Gott. Alter, wie... Ah, das ist doch die Hütte, die wir abgefackelt haben. Mit der Oma. Die dann wieder in... Genau, die ist doch dann... Wait a minute, ich will da einmal reinlaufen. Ich will einmal gucken, was da abgeht. Die liegt da sogar noch. What? Oh my goodness, Alter. Und wir... Okay, Alter, Catherine Braithwaite. Dich plündere ich. Dich plündere ich, aber sowas von. Catherines Brosche. Oh. Einfach verbrannt. Sieht nackig aus. What? Was geht denn jetzt ab? Och mein Gott, es ist euer fucking Ernst jetzt. Okay, wir müssen Kopfgeld bezahlen gehen. Ich dachte, ich kann da einfach reinlaufen, Mann. Warum sind die alle so angry? Was mit meinem Deadeye schon wieder los? Ich glaube, wir müssen wieder schlafen. Wir müssen mal wieder... Wir sind halt fucking krank, ne? Wir haben TBC. Dürfen wir nicht vergessen. Wir haben TBC. War die mit TGW? Die wollten hin im TGW und zurück auch, aber... der TGW nach Paris wurde dann ersatzlos gestrichen. Der ist einfach ausgefallen. Und, und dann mussten sie Bus fahren. 9 Stunden anstatt 3 Stunden TGW. Aber zurück kommen sie mit dem TGW. Der fährt dann hoffentlich. Okay, was genau geht ab? Was? Ich verstehe das Problem gerade nicht hier. Ah, something else? I thought you were sweating a little. Okay, die haben irgendwie alle Angst. Ich weiß nicht warum. Irgendwie haben die alle Angst hier. Doing pretty good. Camp einfach mal irgendwo. Ja, wir gehen jetzt so. Wir gehen hier ins Hotel. Ich glaube, wir nehmen ein schönes Bad. Wir gehen ins Hotel. Wir gehen einmal hier zum Waffenmacher, zum Büchsenmacher. Weil wir müssen auch noch unsere... Will ich mal gucken, ob wir neue Waffen kaufen können. B, müssen wir noch unsere automatische... Wir müssen unsere automatische Schrotflinte noch ein bisschen customizen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Hey, Mister. Warum nicht mit Auto? Keine Ahnung. Habe ich nicht hinterfragt. What you doing here? Just visiting old friends, I guess. Well, you better get out of here. There's a bunch of government agents I met asking about you all across town. Yeah, them and a bunch of bounty hunters too, I think. So. Yeah. Not like it's the first time. Yeah, but you don't seem too scared. Guess not. Well, they seem pretty mad. What'd you do? Nothing good.
Well, you better get out of here. extra, read all about it. Hello, sir. Soda Stream. Okay, boy. Ich hab sogar einen hier, ne? Ein Soda Stream. Aber warte, muss ich die Waffe mit reinnehmen? Wahrscheinlich, oder? Macht Sinn. Alter, was bin ich sehend, Junge? Pascal, Bruder. Ihr seht, was ich sehe, oder? Pascal, Pascal, Pascal. Respekt. Schlepphoden, Alter. Oh Mann, Junge. Ach so, das ist ein Soda-Stream. Ich dachte, es wäre ein Red Dead Redemption 2-Stream. Ach, ich kann die alle anpassen, auch wenn ich sie nicht gerade in der Hand halte. Okay, alles klar. Halbautomatische Flinte. Components. Lauf. Länge. Langer Lauf. Drell. Verbesserter Drell. Visier. Warum nicht? Schäft. Breite Maserung. Einfach immer das Teuerste. Völlig egal. Lederschutz. So. Deko. Metalle. Gravuren. Oh, sieht das geil aus, Junge. Wir nehmen das. In Schwarz. You're gonna buy something, right? Schön, dass wir den Griff graviert haben, wo das Leder drüber ist. Macht Sinn, ne? Hätten wir auch das Leder gravieren können, aber ist egal. Was weiß ich schon. Leder. Schön in Rot. Lackierung. Ich will einfach nur die teuerste, ne? 2,75 war es, glaube ich, oder? Ne, 2,50. Wieder. Oh, sexy. Geil. Dritte Spur am Strand. Katalog durchblättern. Revolver. Wir gucken mal, ob es irgendwas Neues gibt. Ich meine, wir haben die Volcanic Pistol. Die haben wir schon. Dann gibt es den Schofield Revolver. Die Frage ist, ist der besser? Nee, der ist nicht besser. Und das war's schon wieder mit Revolvern. Okay. Lancaster Repetiergewehr ist auch nicht besser. Das können wir noch nicht kaufen. Springfield Gewehr haben wir schon. You're gonna buy something, right? Rolling Block haben wir schon. Dann kommen die Flinten. Da haben wir aber die halbautomatische. Und es gibt noch die Repetierflinte, aber die ist günstiger. Okay, und dann kommt Munition. Okay, keine neuen Waffen. Schade. Yoda Stream. Und jump. Sehr gut. Da. So, dann nehmen wir, glaube ich, einmal ein Bad und gehen schlafen. Und dann probieren wir nochmal. Geh mal aus dem Weg, bitte. Und dann probieren wir nochmal diese Sidequest, die wir gerade verkackt haben. Was geht jetzt ab?
What? Now get. Oh, there ain't no cause no more. Don't pretend otherwise. Damn fools. No one wants you here. Move along. We ain't looking for your company. Okay. You don't leave, I'll make you leave. That's simple. Guess you want a piece. Why can't you write us leave it at the door? Please, fellas. You got nothing. Enemies of the mall. The sea can't clock sense it to you. Oh, der geht übel ab. You die for that, you son of a bitch! It's the misty beyond for you! Just plain shit. Junge, 2 gegen 1 ist so fucking unfair. Ciao. Ciao. Ihr Lappen. Wo ist jetzt der scheiß Barkeeper, Junge? Ich wollte einfach nur ein Bad nehmen und schlafen. Ah, kann ich trotzdem. Okay, cool. Oh, dass das Bad auch oben ist. Dass das Bad auch oben ist, Junge. Das ist auch so schwach. Ich muss jedes Mal... wie sehen wir denn aus? Wo ist mein Hut? In Saint-Denis gibt es den Lemmet Revolver. Ah, okay. Also wir schalten das nicht pauschal frei für alle Läden praktisch, sondern du musst in den bestimmten Laden und das da kaufen. Okay, alles klar. Dann müssen wir in Saint-Denis nochmal in den Waffenladen. Sollen wir Nina reinrufen? Oder sollen wir sie draußen lassen? Ja? Ah, sounds good. Yeah, thanks. Trust me, you won't regret it. Im siebten Himmel. I'll have you looking dandy real soon. You'll be cleaned up in no time. Gotta take a break sometime. Life's too short. Mm-hmm, right. 50er Bizeps. So how's it going? I'm getting along fine. Thank you. Ain't often I get a hot bath and a roof over my head. Oh, interesting. So what do you do when you ain't bathing folk? Oh, I'm a woman of many hobbies. Der Fuchs, Max, gefällt das? I can tell you're a good person. How kind of you, sir. Max, huh? Huh? Nicht schon wieder Füße, oh nein. Just relax. You know I'm gonna take care of you. Ich kann es nicht aufhalten. Ich habe es vorhin unterbunden, aber ich kann es nicht aufhalten auf Dauer. Warum habe ich den Hut?
Alter, wollt ihr mich verarschen? Warum habe ich jetzt... Ich hatte meinen eigenen Hut auf, als ich in dieses Bad reingegangen bin. Und jetzt sehe ich aus wie ein fucking Clown, Alter. Alles gut, du hast dein Bestes gegeben. Ist wirklich so. Nochmal? Auf gar keinen Fall. Gleich Filat-Stream. Du bist jetzt Volksmusikant. Achso, warte mal. Ich habe noch gar kein Zimmer gekauft. Watch your step. You need something, friend? So. Ja, die Frage ist halt, ob Filat um Punkt halber mit Raiden fertig ist. Also es kann sich natürlich ein bisschen verschieben. Aber er hat Oh, das ist ja ein Kackwetter hier. Das ist ja ein ekelhaftes Wetter. Aber Filat hat um 21.30 Uhr hat er geschrieben, noch eine Stunde, wenn alles gut läuft. Also, sollte eigentlich passen. So, okay. Dann probieren wir es jetzt nochmal. Ja, Max, es reicht tatsächlich. Da muss ich... Es kommt sehr selten vor. Es kommt sehr selten vor, aber das Meme ist wirklich ausgelutscht mittlerweile. Da muss ich Karim tatsächlich mal recht geben. Es reicht. Es reicht wirklich. Du brauchst jetzt nicht rausreden. Aber in dem Game, muss ich sagen, sieht sogar das schlechte Wetter gut aus. Also sogar dieses Kackwetter hier hat irgendwas... Sieht einfach cool aus. Oh, warte mal, ich bin falsch. Was ist denn mit euch jetzt? So, okay, wir gucken mal. Wir schauen mal, dass wir... Wir schauen mal, dass wir diesmal nicht gesehen werden. Bin ich eigentlich... Wo bin ich eigentlich? Ah, wir sind fast da, okay. So, jetzt müssen wir irgendwie hier durchsneaken. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ach so, ich muss gar nicht zu dem Pavillon. Ich muss hier hin. Ja, cool. Oh, you came. You came. You finally came. Okay. Oh, thank you, you lovely Nina lovely man. Ist sogar wie ein Opa für mich. Oh, come on, let's go. We ain't got a minute to lose. They killed her. They killed Miss Calhoun. All she wanted was a better lot for women, and they killed her, those pigs. Who killed her? I don't know. My cousins, probably, or Bose. Well, you met them. They are animals. Not even animals. Monsters. Monsters, if God had lost all his powers of imagination. Can you please take me to the train station? Bo will be waiting. Bo, why couldn't he come and rescue you?
Well, if they saw me and him together, they'd lynch him and send me off to a nunnery. Or maybe they'd lynch us both. I ain't quite sure. They do so love hanging folk. Where are you heading? Up to Boston. Good. Yeah, I like you up there. Also, wenn das von Karim gerade jetzt nicht die letzte Nachricht war, die das Wort Fuß oder Füße beinhaltet hat, dann werde ich diese beiden Wörter blacklisten, dass alle Nachrichten automatisch getimeoutet werden, die eins von diesen beiden Wörtern beinhalten. Come on, let's go. Of course. Spazieren wir jetzt einfach hier raus? Das bezweifle ich irgendwie. Die Dame, wenn ich bitten darf. Okay, let's try and get you a train. Your Bo's just waiting at the station in the hope you'll show up, or I'll show up to help you show up. He goes nice, Max. Every day he can. Dann willkommen zurück mit Ton. I said he would see me there one day soon, and today he will. God willing. Well. Nimm dir auch nicht dein Beef Jerky weg. Ich belästige aber auch keine anderen Menschen mit meinem Beef Jerky. Lee Gray and those boys killed. So much bloodshed. You'd think this could be a new beginning, but everyone left alive. They're even more angry. Maybe anger's a complicated thing to let go of. Something good has to come out of this awful, awful feud. That's what I've been hoping. Bo and I have to be better. Our families were here for years and years. Sometimes I feel like we can't just leave death and pain and ruination behind us. Plenty before you have. Plenty Esst jetzt das Beef Jerky. Yeah. As far as it goes, get out. Don't look back. Make something decent of your lives. Nina, du darfst wieder rauskommen. Oh, it's him. Will you ride on the train with us a little, just to the first stop? Fine. Ich glaube, das läuft mir alles zu reibungslos ab hier. Ich glaube, irgendwas passiert gleich noch. Irgendwas wird noch schief gehen. Das. You came! You came! At last you came! Oh, Bo, my sweet, my best of men! Oh, I'm hardly a man at all. But I love you, Penelope Braithwaite. Sir, how can we ever repay your kindness? Some of them jewels would do just fine. Bo, Arthur's gonna join us. I think we need the support. Please, could you buy the tickets, dear Mr. Morgan? Gute Nacht, Philat. Ja. Thank you. We'll meet you on the platform. Hey, warum muss ich denn jetzt die Fahrkarten kaufen für die? Can I have 3 tickets to San Denis, please, sir? Of course. Oh. Hello, sir. Hello, Alden. I hope all is well. Ich glaube, Philat prankt euch gerade alle. Good to see you. Ich wusste es. Ich wusste, dass noch irgendwas passiert. Excuse me, Alden. Get on the train. Get your bags, miss. I got this. Come here, Yankee. With pleasure, you goddamn fool. You don't want to come back here without giving you a whipping. We should have done this last time. Get on the train, punk. Go to your woman. 4 fists and maybe 1 brain between you. You're going to get hurt. Oh, shit! What? Okay, wir müssen den einen kaputt machen. Gib ihm! Jawohl! Zur Seite mit euch, Junge. Ich bin Kung-Fu Arthur Morgan.
Arthur Lee. Hello, future. All right, all done. That is quite a family you got there, son. I know. Charming to the last. Then again, my uncle used to keep his own half-brother as a slave, so what do you expect? Good manners? My uncle used to say, things were better the way they were, when he could break kill with impunity, and he didn't have to work a day in his life. Both our families. There's good people in this county, but our families bully them and drove most of them off, whites as well as blacks, all over this silly feud. Yeah, well, how to life. Oh, my lord. What? Oh, I think it's my second cousin. What is with it with all these goddamn cousins? I think they found out about the jewels. All right, keep your heads down. Max ist in seiner Probezeit, ja. Pascal rennt einfach mit, Alter. Wie geil ist das denn? Hallo, Pascal. Pascal hat ihn aufgehalten, er hat sich einfach in den Weg gestellt. Ja. Pascal rennt einfach die Schienen lang. Ja, viel hat sofort, lass mich kurz die Mission hier zu Ende machen und dann geht's los. Reue oder Tod, wenn mich der Zug trifft? Naja, du bist ja hinterm Zug, das wird ja schwierig. Nein, im Endeffekt, Max, wenn... Ja, alles gut. Wenn irgendwer spoilert, könnt ihr an sich nicht viel machen. Ihr könnt die Nachricht dann stehen lassen, wenn jemand zum ersten Mal spoilert und auch nicht so... Es gibt ja die Leute, die kommen hier in den Chat rein und schreiben so Sachen wie... John Marston, also nur als Beispiel, wird nicht passieren, also es ist nichts, was ich weiß, aber nur so als Beispiel, John Marston stirbt am Ende. Da merkst du ja schon, die wollen dich spoilern, um dich abzufacken. Sowas wird sofort gebannt. Aber wenn jetzt einer in den Chat kommt und der spoilert zum ersten Mal und schreibt irgendwie, keine Ahnung, voll krass, dass du am Ende noch das und das Gebiet freischaltest oder irgendwie sowas, dann werde ich den ermahnen. Und wenn sowas dann nicht mehr, die meisten lernen ja draus oder checken dann, hey, das war nicht gut. Wenn sowas dann nicht mehr passiert, alles gut. Wenn das jemand natürlich wiederholt macht, dann wird es auch da irgendwann ein Timeout oder so geben, je nachdem, wie schlimm die Spoiler sind. Also da immer individuell, aber ihr könnt die Nachrichten, könnt ihr stehen lassen, ich sehe die sowieso, also es bringt nichts, die Nachricht zu löschen. Ja, alles gut, war ja auch nicht falsch, die Nachricht zu löschen. War ja in Ordnung. Aber macht halt keinen Unterschied.
Boah, ich hätte so Bock. Ich hätte so Bock im, Wilden Westen, so wie wir jetzt einfach mal mit, im Zug, einmal quer durch Amerika zu fahren. Stell mir das so geil vor. Hätte ich so Bock drauf. Ja, das stimmt natürlich. Man kann natürlich die Nachricht trotzdem löschen, damit es von euch keinen Spoiler. Da ist schon was dran. Das ist schon ein valider Punkt. Hab es jetzt zweimal gespoilert. Einmal Elden Ring Gebiet. Einmal halb in Red Dead Redemption 2. Ja, aber Pascal, du gleichst es mit den Subgifts wieder aus. Bei dir ist in Ordnung. Ich bin noch Azubi. It's best you go on alone from here. Mr. Arthur, I didn't know you could drive a train. Neither did I. But if I'm honest, it was kind of fun. And I didn't kill any of us. Well, I killed some of your relatives, but they would have killed all of us. You are a gentleman, sir. Oh, no, I ain't. Yes, you are. Here, I ain't got much money, but these sapphires are worth a lot of money. Old family heirloom. That Braithwaite treasure. I couldn't take it. Now, let's get you off to Boston before any more of your relatives show up. That might be wise. Hey, you there? Metnix is 14,5. This couple is heading up north to the Boston line. They got money, they'll pay you on arrival. That work for you? Yeah, sounds fine. Get on in. Hey, you carry protection on a journey like this? I wouldn't be much of a stage driver if I didn't. Goes everywhere I do. Hey! Miss Braithwaite is gonna hold on to this until arrival. Hmm? On account of the treasure on your person. I don't know how to thank you. You're a fine man, sir. Just get out of here. I'll leave. Yeah! Nice! So, dann speichern wir jetzt. Und dann ist Horror-Time. In Deutschland sagt man Azubi, ja klar. Hab heute fast ein Problem mit meiner Französischlehrerin gehabt. Dass sie einfach gefragt, ob sie schwanger ist. Ja gut, okay, Alter. Da kann ich dir auch nicht helfen. Aber sie ist wirklich schwanger. Ja, okay. Dann ist ja in Ordnung. So.